Hi, heute wird's wieder spießig. Heute gibt's eine schnelle Nummer und zwar selbstmarinierte Kachelfleischspieße und wie ihr diese fantastischen Dinger macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Die Kachelfleischspieße sind eine richtig schnelle Nummer. Viele Zutaten brauchen wir nicht. Wir haben hier das Fleisch. Das hier ist Kachelfleisch, habe ich euch schon mehrfach auf meinem Kanal präsentiert. Ist ein fantastischer Cut. Hinten aus dem Schwein, um den Schlossknochen drum haben wir das ausgelöst. Packe ich gleich aus, schauen wir uns dann nochmal genauer an. Bestellt habe ich das bei YouBeef. Link zum Fleisch findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir brauchen meine Royal Flush Rub, denn da ist geräuchertes Paprikapulver drin. Da kriegen wir also noch eine schöne leichte Rauchnote an das Ganze mit dran. Wir brauchen Paprika, rote Zwiebeln und Spieße. Das war's. Mehr brauchen wir nicht. Kachelfleischspieße, glaubt mir, die werden eure Gäste komplett begeistern und ich würde sagen, wir legen los. So, da liegt jetzt also das Kachelfleisch oder auch Fledermaus-Cut genannt. Ihr seht, das ist relativ zerfleddert. Eignet sich daher hervorragend, um damit Spieße zu stecken tatsächlich, weil wir das gleich in Audition dann noch einmal durchtrennen können beziehungsweise schon Stücke haben, die durchgetrennt sind und lässt sich dann wunderbar aufspießen. Würzen, wie gesagt, werde ich das Ganze mit meiner Royal Flush Rub. Da ist, wie gesagt, geräuchertes Paprikapulver drin, auch ein bisschen Chili, also das hat schon ein bisschen Bums. Und das wird jetzt eben damit schön eingepudert. Und ihr seht schon, dieses Kachelfleisch, das ist richtig gut durchwachsen. Dementsprechend eignet sich es also sowieso hervorragend für Spieße und generell fürs direkte Grillen, weil durch dieses Fett, was es hat, bekommt ihr es eigentlich nicht wirklich trocken. Ne? Also da könnt ihr wirklich volle Kanne mit Hitze dran gehen und selbst wenn es jetzt dann 2 Grad drüber ist oder sowas, ist es immer noch super saftig. Das ist eine wirklich sehr dankbare Sache als Griller. Das Fleisch kann man im Prinzip eigentlich nicht versemmeln. Und dann eben Verbindungen zusammen mit den gegrillten Zwiebeln und der gegrillten Paprika. Das ist einfach eine runde Geschichte. Dieses Kachelfleisch, dieses Marinieren, das solltet ihr locker 1,5 Stunden lang machen. Dementsprechend habe ich jetzt hier schon eine Tupperschüssel stehen. Da gebe ich jetzt das Kachelfleisch hinein und stelle es dann eben zum Marinieren in den Kühlschrank. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Gewürzmischung auf dem Brett haben, ziehen wir das Kachelfleisch da durch, dass wir da auch überall wirklich was dran haben. Kleinschneiden werde ich das Ganze dann erst später, wenn wir die Spieße stecken. So, das Fleisch ist in der Schüssel, die kommt jetzt in den Kühlschrank und dann sehen wir uns wieder. So, dann ist es Zeit, jetzt schon mal das Gemüse klein zu schneiden. Ich habe also hier eine Paprika und die schneiden wir jetzt so, dass wir gleich eben da die Sachen gut auf die Spieße stecken können. Bedeutet also, wir nehmen das Kerngehäuse raus. Und dann schneide ich einfach hier solche Scheiben runter, die sich dann entsprechend auch gut spießen lassen. Gleiches gilt für die Enden. So, dann habe ich hier die rote Zwiebel. Die wird geschält und dann geviertelt. Diese Stücke lassen sich dann besonders gut spießen. Und jetzt nehme ich einfach hier die einzelnen Stücke runter. Ich stehe ja total auf diesen Geschmack von diesen tatsächlich stark angebratenen Zwiebeln. Wenn ihr die auf so einem Spieß drauf habt, das ist ja wirklich genau mein Ding. Also da lasse ich zum Teil das Fleisch tatsächlich liegen, wenn ich diese Zwiebeln, wenn ihr die gemacht habt und die dann abgekühlt sind irgendwann. Oder wenn ihr das Ganze, wenn ihr noch Reste übrig hattet und das Ganze dann eben in eingetuppert habt und dann das so richtig geil durchgezogen ist. Also das ist genau mein Ding. So, Zeit die Spieße zu stecken. Das Fleisch hatte jetzt Zeit zu marinieren. Und ich werde das jetzt erstmal klein schneiden und dann habe ich hier noch ein bisschen Öl, damit werden wir das Fleisch dann gleich noch benetzen. Also aber erstmal schnappe ich mir jetzt hier das Kachelfleisch und schneide da entsprechende Stücke draus, wie ich sie dann auf meinem Spieß dann haben möchte. Wenn das jetzt so ein längliches Stück ist, einfach ein bisschen länger abschneiden, das kann man dann umklappen und dann so auf den Spieß stecken. Aber schaut mal hier, man sieht durch das Marinieren, in dem Rub bzw. in der Gewürzmischung ist ja Salz mit drin. Und dieser zieht eben ein wenig Feuchtigkeit aus dem Fleisch raus. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir hier unten einen See drin haben oder dergleichen, sondern aber einfach, dass die Gewürzmischung dann besser am Fleisch anhaften kann, weil sie eben feucht wird. Ja? Also von daher, das ist eine gute Geschichte. Deswegen einfach wirklich dem Fleisch immer ein bisschen Zeit geben zu marinieren, dann kann auch die Gewürzmischung gut anziehen. So, jetzt habe ich das also hier in Stücke geschnitten. Die gebe ich jetzt wieder hier zurück in diese Schale. Riechen tut das Ganze schon mega geil. So, und jetzt habe ich hier ein bisschen Öl. Das kommt da oben drüber.
Wichtig ist, das Fleisch nicht vorher ölen, sondern wirklich erst hinterher. Sonst hat nämlich die Gewürzmischung keine Möglichkeit, ins Fleisch einzuziehen. Das Öl muss immer hinterher drüber. So, und dann mit den Händen das Ganze schön verteilen, dass das Öl überall hinkommt. Empfiehlt sich natürlich, das Ganze in dieser Schale zu machen, damit wir uns das Brett nicht vollends einsauen. Das sieht großartig aus. Perfekt, dann würde ich sagen, können wir jetzt die Spieße stecken. Spieße vom Grill sind einfach eine schnelle Nummer und auch wirklich eine dankbare Sache. Und vor allem, sie sind wirklich super lecker. Ich habe jetzt also hier meinen Metallspieß und fange jetzt einfach mal an, die Sachen aufzustecken. Fange an mit einem Stück Zwiebel. Dann kommt etwas Kachelfleisch, Paprika, Zwiebel. Wie gesagt, gebratene Zwiebel ist so absolut mein Ding, wenn es so richtig scharf angeröstet ist. Geile Nummer. So, und ich denke, ihr kennt das Prinzip. Kachelfleisch, Zwiebel, Paprika. Jetzt mal schauen, die Spieße sind relativ groß, ob das dann letzten Endes ein großer Spieß wird oder ob das zwei normale Spieße werden, wir werden mal schauen. Also es werden definitiv zwei Spieße. So sieht er jetzt aus. Kachelfleischspieß Nummer 1 ist fertig und wir stecken den zweiten. So, die Spieße sind fertig gesteckt, schaut sie euch an. Großartig sehen die aus und ja, dann machen wir gar nicht lange rum, die kommen jetzt direkt auf den Grill. Der Grill ist auch nicht vorgeheizt. Hier ist die direkte Zone, da wo also ordentlich Hitze ist. Und da kommen jetzt die Kachelfleischspieße drauf. Und werden jetzt richtig schön mit Power scharf angegrillt. So, wir haben einen Gussrost, der ist ordentlich vorgeheizt. Deswegen drehe ich jetzt schon mal. Oh ja, guckt mal hier. Schon Farbe gekriegt. Oh ja. Wir werden jetzt den Spieß jetzt ringsrum richtig schön scharf angrillen und dann haben wir hier drüben eine indirekte Zone, wo wir die Sachen dann noch zum Nachziehen hinlegen können. Aber das wird richtig gut. So, kurz Zeit später ist unser Kachelfleischspieß von allen Seiten angegrillt und den nehme ich jetzt und lege ihn hier drüben in den indirekten Bereich, dass wir ihn noch ein klein wenig nachziehen lassen. Die Paprika, die nehmen wir natürlich mit. Die ist inzwischen schon, hey, komm her, du Ding. Die ist inzwischen herrlich weich und wird dann super süß, richtig, richtig lecker. So, die Spieße stellen wir jetzt also hier hinten ins Eck und lassen sie jetzt einfach noch ein paar Minuten durchziehen. Das macht dieses Gericht auch so hervorragend für eine Party. Das lässt sich super vorbereiten. Und da das Kachelfleisch sehr durchwachsen ist, trocknet es nicht so schnell aus. Also von daher ist das echt eine dankbare Sache. Wir lassen jetzt einfach noch kurz 5 Minuten hier liegen und dann ziehen wir die Spieße runter. Und kurze Zeit später sind unsere selbst marinierten Kachelfleischspieße fertig. Die kommen jetzt runter und wir können endlich probieren. Oh, die sehen fantastisch aus und ich bin wirklich ein riesen Fleischspieß-Fan. Und ja, wir nehmen jetzt mal hier das Kachelfleisch von dem Spieß runter. Ah, der Duft, Leute, der Duft. Ich stehe auf sowas. Großartig. Dazu einfach ein paar Pommes und die Welt ist hervorragend. Ja, und dann würde ich mal sagen, schnappe ich mir mal hier so schön was aus der Mitte. Zusammen mit der Paprika und dann wird das Ganze probiert. So, hier habe ich jetzt also ein Stück von meinem Kachelfleischspieß. Er riecht fantastisch und ich beiße jetzt mal rein. Das Fleisch ist super saftig, hat eine leichte Schärfe und auch eine leichte Rauchnote durch eben die Royal Flush Mischung. Aber wir haben dann das Süße von der Paprika und von den Zwiebeln, die das Ganze auffangen. Und diese Röstaromen, die wir daran gebracht haben, Leute, ich stehe auf Fleischspieße. Ich finde es einfach total großartig. Das ist eine einfache Nummer, die ruckzuck nachzumachen ist. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Den Link zu dem Kachelfleisch, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kachelfleisch direkt grillen, auf Spieße stecken, lohnt sich absolut. Ist also wirklich eine tolle Geschichte, die ihr auf jeden Fall mal nachmachen solltet. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich in den Kommentar. Solltet noch kein Abonnenten meines Kanals sein. Hier unten habt ihr auf kostenfreie Ehrengriller-Basis die Möglichkeit, das sehr gerne nachzuholen. Das würde mich sehr freuen. Wer bei Instagram ist, der folgt Barbecue aus Rheinhessen auch gerne bei Instagram. Da gibt es immer kleine Fotos, kurze Videos vom Dreh. Da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.